So, und wir sind wieder zurück bei Fable 3. Letztes Mal habe ich ja noch ein bisschen gearbeitet und war dann im Stress, weil ich die Episode beenden musste. Ich habe noch weitergearbeitet, habe mittlerweile über 10.000 Geldstückchen angehäuft. Damit kann man shoppen gehen und hier dank dem Mietvertrag, der Mietvertragskiste, die wir auf der Siegestraße geholt haben, können wir uns schon Wohnhäuser kaufen. Und deshalb werden wir mal im Whitewall anfangen, ein bisschen zu shoppen. Wie man sieht, da oben links sieht man unser Geld, 10.700. Hier sieht man die Läden, die es gibt. Zum Beispiel würde die Schenke 76.000 kosten, also weit, weit weg. Aber hier haben wir ein Haus, es kostet 2.800 zum Beispiel. Das ist eine Möbelverkäuferin, das ist wieder ein Handwerker, das ist wieder ein Handwerker, das ist wieder ein Haus. Das ist gar nicht verkäuflich, das ist auch gar nicht verkäuflich. Das ist auch wieder ein Haus, das ist auch wieder ein Haus und das ist auch wieder ein Haus. Das ist dann ein Schmied, ja. Wir werden uns erstmal natürlich ein paar Häuser kaufen, weil Miete gleich Geld über Zeit, das ist gut. Und deshalb holen wir uns gleich erstmal das Haus von Schmied Adrian. Das kostet 2.803. Das vermieten wir dann auch gleich. Ja. Trautes Heim, Glück allein sein. Miete anpassen werden Aber wir ohne aber. schöne Möbel ist das Glück schnell getrübt. Ja, komm. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Wir stellen auf höchstmöglich, weil das bringt 316 ein. Das Haus ist nämlich 2.200 wert und jetzt holen wir uns, damit wir nicht böse Punkte bekommen, ein etwas billigeres Haus. Zum Beispiel das hier kostet 1.500. Kaufen und vermieten. Ja. Und da passen wir aber die Miete ganz einfach auf niedrigstmöglich an. Und bei Häusern, die wertvoll sind, kriegen wir so im Großen und Ganzen mehr Miete rein, als wenn wir nur den normalen Mietpreis lassen. So, vielleicht finden wir noch ein anderes richtig teures Haus. 15.000, das ist ein Barbier, das ist 2.500, 1.600. Sieht nicht so aus, als ob wir hier noch irgendwo ein wirklich großes Haus bekommen. Ne, das sind alles. Was haben wir da oben denn noch? Ah, das ist nicht bewohnbar. Gut, dann holen wir uns jetzt auf jeden Fall nochmal das hier für 2.500. Das ist auch relativ viel wert. Oder das hier, 2.700. Kauf und vermieten. So, wir bekommen jetzt 145 Miete hier. Wenn wir da jetzt hochdrehen, kriegen wir 290, quasi das Doppelte. So. Und wenn wir da jetzt wieder ein kleines Haus dafür nehmen, das hier zum Beispiel, was so 1.600 bringt. So hätten wir zusammen gerade mal 145 plus 82 wären 200, 222, die wir gerade mal gekriegt hätten. Und so bekommen wir aber mehr. So. So bekommen wir nämlich aus diesem Haus hier 290. Das heißt, wir machen 70 Geldstückchen mehr, als wenn wir das über die normalen Modus laufen lassen. Habe ich noch Geld? Habe ich noch Geld für ein Haus? Nee, glaube ich nicht. Aber, Moment. Doch, wir kriegen noch Geld zusammen. Bin ich mir ganz sicher. So, raus hier. Wir werden jetzt nämlich eben nochmal zum Pfandleiher gehen. Wir haben ja noch massig Zeug bekommen von denen. Aus den Höhlen raus. So. Dass wir verkaufen können. Wir haben einen Ehering zum Beispiel. Wir haben Gagate. Aha. Gut, wir verkaufen wir viermal Gagat. Die brauchen wir sowieso nicht. Zack, 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 zack. Dann Schmuck. Uah, komm, weg damit. Was sollen wir damit? Das können wir lieber in Immobilien investieren. Und drei Amethysten. Wow, super. 3.000 haben wir. Das ist doch schon mal ganz nett. Ich habe außerdem mittlerweile fast jeden, ich sehe gerade da, fast jede Person angesprochen. Hier kann ich zum Beispiel nochmal die Wachen wieder ansprechen. Wache Tom. Und mir nochmal Punkte holen, ganz schnell. Lalalala. Wunderbar, dann haben wir auch schon 56 Punkte. Hier, da sieht man ein Gesicht über den Menschen. Die habe ich mittlerweile zu Freunden gemacht. Dafür muss man Quests erledigen. Könnten wir endlich gleich auch mal machen, damit ihr mal seht, wie das funktioniert. Ich denke mal, wir holen uns dann mal den Schmied und, oh ne, kein Hammelfleisch kaufen. Ich wollte eigentlich mit dir kurz interagieren. Und schnell dich zum Freund machen. Aber die reden nur und reden bringt nicht so schnell so viele Punkte, dass man Freunde werden kann. So. Lass uns doch mal einfach mal den Schmied, weil. Oh, das ist nicht gut. Den Schmied zum Freund machen. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, was wir in dieser Episode machen können. Schmied, komm mal her.
Schmied Adrian. Wir müssen jetzt erstmal so lange den Balken bearbeiten, bis er ganz rechts gelandet ist. Das machen wir über diese simple, stumpfe, total dumme, langweilige Ausdrucks- und Emotions-Spam. Aber das müsste jetzt reichen eigentlich. So. Beziehungsquest-Besorgung. So, dann können wir jetzt mit Adrian sprechen. Okay. Wir sollen ihm was besorgen. Oh, toll. Vielen Dank. Ich kann's nicht erwarten. Also die Quests laufen ja alle nach demselben Prinzip ab. Ich kann euch ja mal noch die andere Quests eben zeigen. Dafür spreche ich mit Reisende Julia. Es gibt hier zwei Quests-Sorten. Holen und wegbringen. Irgendwas holen oder irgendwas wegbringen. Um Freunde zu bekommen. Ich mache jetzt einfach mal beides, dann erledigen wir auch beides gleichzeitig. Dann habe ich auch gleich 5 Freunde hier in der Stadt, wenn ich das gesagt habe, weil ich habe schon 3 Stück geholt. So, sprech mit Julia. Ah, die will auch eine Besorgung, okay. Schade, ich dachte, die will vielleicht eine... Für einen Gefallen bekommt ihr Freundschaft. Ja. Ich bräuchte da etwas. Könntet ihr es für mich besorgen? Klar, kann ich das. Danke. Aber eigentlich wollte ich doch das andere haben, Mann. Okay. Muss ich mir einfach so lange arbeiten, bis wir die Weg-G-Quests... Ach, die Wachen kann ich gar nicht. Na, vergessen, ich kann hier gar nicht zu Freunden machen. Hier ist noch eine Dame. So. Komm mal her. Hausfrau Sarah. Komm mal her, dich machen wir eben auch zu Freundin. Hätte ich vielleicht vorbereiten sollen. Dass ich hier schon die passenden Quests dafür habe. No. Na komm. Nochmal die Heldenpose und das sollte dann eigentlich normalerweise reichen. Jupp. Na, hat's gereicht? Oh, die will immer noch plaudern. Oh mein Gott. Jetzt komm schon. Sie müssen Frauen nochmal reden. Das schütteln wir noch kurz ein bisschen in die Hand. Sie will auch eine Besorgung. Oh mein Gott. Okay. Misspeak Vagabundenlager. Misspeak Vagabundenlager ist gut. So. Gut, ist egal. Dann machen wir jetzt was anderes. Wir gehen dann jetzt nämlich kurz ins... Wie merkwürdig, dass Sir Walter ausgerechnet... Das ist egal, was er gerade erzählt. Ich glaube, hier habe ich... Im Misspeak Tal muss ich, glaube ich, jemanden... Eine Besorgungsquest... Da. Besorgungsquest. Findet das verborgene Objekt im Misspeak Tal. Als Ziel setzen... Und wir reisen auch dahin, ja. Gut, gut, dann zeig mir mal goldener Weg, wo ich hin muss. Der goldene Weg sollte mir eigentlich führen, dass ich das alles bekomme, aber der goldene Weg ist hier ziemlich, oder der goldene Pfad, besser gesagt, ist hier ziemlich schäbig eingestellt in diesem Teil. Also bis der manchmal anspringt, hat man schon 10 Kilometer ins Land rein. Oh, toll, Wölfe. Na komm. So. Das müssten da nicht alle gewesen sein. Ich müsste gleich mal eben gucken, wo der Weg mich jetzt eigentlich wirklich hinführt. Ich glaube, ich laufe aber in die richtige Richtung. So, ich mach mal. Lass mal. Warte mal eben, bis der goldene. Oh, da hinten ist noch ein Wolf. Hey, Wolf, komm her. So. Goldener Pfad? Da, jetzt hat er sich eingestellt. Man muss mal einfach stehen bleiben und warten, bis er sich einstellt. Und da haben wir unsere ersten Mieteinnahmen kassiert. 400. Mua. Wunderbar. So muss das auf jeden Fall sein. Da, 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 da. Dann werden wir gleich, wenn wir auf jeden Fall wieder in Whitewood sind und uns unsere Freundschaften erkämpft haben, nochmal eine Wohnung kaufen. Weil da gab es ja noch eine. Je mehr wir haben, desto besser ist es, weil jederzeit, wo wir einfach nur in der Gegend rumrennen, kriegen wir Geld. Geld. Was gibt es Besseres als Geld? Ich glaube, da lang muss ich irgendwo. Für gewöhnlich sind das eigentlich immer dieselben Orte, die die Questgeber beherbergen. Nicht? Doch. Ja, doch richtig gelaufen. Da vorne links am Wasser wirklich eine Person stehen. Nein? Gut, dann habe ich gerade eine neue Stelle. Kommen. Oh, ein Grabungsort, Doggy. Hier? Wo? Wo?
Ach nee, ich bin ja gar nicht beim beim Wegbringen, sondern beim Holen. Genau, da gibt's Grabungsorte, da muss ich Bücher oder so einen Scheiß ausgraben. So. Na, da haben wir das Buch. 10 von 50 Gräbern. Dann haben wir das gleiche nochmal in den Vagabundenlagern. Da können wir auch zwei Sachen ausgraben. Deshalb gehen wir auch schnell ins Vagabundenlager. Stellen fest, da Besorgung, zack. Ja, als Ziel setzen, ja. So, dann werden wir auch hier eben schnell die Pakete finden. Ich sehe gerade, hier kann man arbeiten. Also was kann man denn hier arbeiten? Laute Hero. Ah, okay. Hund? Hund hat gerade irgendwie gebellt. Wo ist er? Wo ist mein Hund? Da, da oben. Hast du hier was? Hund? Ich dachte, du hast hier einen Grabungsort, du dreckiger Köter. Nicht? Oh! Lecke mio! Ist der doof? Wo ist der? Bitte, hilfst du uns? Ah, da oben ist er. Ja, kommst du jetzt endlich mal hierher? Mann, 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 du buggiger Hund, du. So, graben wir mal. Und eine Urkunde. Ein Brief. Hm. Noch ein Grabungsort? Okay, dann graben wir gleich nochmal. Wenn es hier noch mehr gibt, warum nicht? Oh, ein Amethyst. Oh, mal was ganz Neues. Hm. Wunderbar. Ich muss eben kurz die Quest umstellen. Weil wir hier noch ein Grabungsort haben. Im Vagabundenlager, wenn ich mich recht entsinne. Da ist nämlich noch ein Grabungsort. Ja. Als Ziel setzen, aber nicht dorthin reisen, weil wir schon in dem Gebiet sind. Ist noch ihr. Jupp, Hund. Komm. Hund, wir müssen noch was finden. Hier ist noch irgendwo ein Grabungsort. Ich brauche was zu essen. Hast du? Gut, Hund. So. Und so macht man im Endeffekt Freunde. Man labert die so lange voll mit Emotionen. Emoticons. Bis man Aufgaben bekommt. Und dann muss man irgendwas abholen oder irgendwas wegbringen. Also jetzt wieder ab nach Whitewall. Und drei neue Freunde machen. Schnelle Reise. Ja. Oh. Direkt beim Grabungsort gelandet. Hund, was hast du gefunden? Wo bin ich denn überhaupt gelandet? Keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Oh, 50 Gold. Wihi! Gut, jetzt muss ich eben nach Rufzeichen Ausschau halten. Ich glaube, genau, hier hatte ich zwei. Oh, und da sieht man, einer meiner Freunde hat ein Geschenk für mich. Ich hatte schon Freunde gehabt. Jetzt gibt er mir ein Geschenk. Und das können wir dann gleich öffnen und sehen, was da drin ist. Jetzt überbringen wir erstmal Sarah das Objekt. Dankeschön, dass er wünschte, wieder in Händen zu halten. Es ist besiegelt. Wir beiden werden die besten Freunde sein. Schön. So. Sarah ist jetzt eine Freundin. Jetzt geben wir noch Adrian das Objekt. Danke. Darauf habe ich lange genug gewartet. Jupp. Vielen Dank dafür, mein Lieber. Kein Problem. Gibt auch immer einen Punkt da oben, wie ihr seht. Ein Gildensiegel. Jetzt muss ich noch das letzte eben wegbringen. Wo ist denn das letzte Rufzeichen? Verdammte Scheiße. Hä? Ich habe doch noch einen einzigen Freund, den ich doch noch irgendwie was abgeben kann. Wo ist denn die Dame? Ah, da hinten. Ha. Da hinten steht sie. Ich hab gar nicht gesehen. Da vorne. Komm her. So. Ihr habt es wirklich unglaublich. Vielen Dank. Kein Problem. Und noch ein Freund. Jupp. Nee, gar nicht. Bin zu schnell weggelaufen oder was? Oh, ich bin zu früh rausgelaufen. Nee, doch nicht. So, geht wieder. Gut. Wunderbar. Das passt ja eigentlich super. Da vorne steht auch schon Walter.